Ah, der ist zu weit weg, okay. Kriegen wir also nicht getriggert. Ja, gut. So, ich werde mich jetzt auch nicht lange hier aufhalten. Voll gut, dass wir zwei Dailies hier voll machen. Vielleicht drei noch, müssen wir mal schauen. Aber bis jetzt hat jeder einzelne was fallen gelassen. Deswegen. Also zwei mache ich auf jeden Fall voll. Und da wir noch zum Usul sehen müssen, beziehungsweise zum Schrein von Karlin, kann ich eigentlich sogar fast drei voll machen. Oh, Kaviar. Falle gesetzt. Nicht abhauen, nicht abhauen. I see you. I have you in the clouds gestellt. Ah. Meine Falle da vorne. Du Sack! Da! Na, komm schon. Gibt's das? Nein, wollen wir nicht. Huch. Ach, haben sie den Glitch immer noch nicht entfernt. Tja, weg ist es. Hockt jetzt nämlich da oben auf dem Felsen. Wir haben den Glitch immer noch nicht entfernt. Marlinbaum, okay. Beziehungsweise ist es jetzt ganz weg. Ah, da ist es, da ist es, da ist es. Nochmal rausgekommen. Komm, wo ist meine Jägerfalle? Nein! Meine Falle ist weg. Mist. Auf, wegzurennen. Jetzt gerade mein Galovacro haben. Ich will das Kaviar jetzt haben. Ja, kann ja nicht wahr sein. Komm. Doch, hört auf mich zu nerven. Nein. Ach. Kackfischer, komm rein. Komm, 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 komm. Danke. Was ein Krieg. Natürlich Begleiter. Na toll. Myrmex König, oh, guck mal an. Eure Lordschaft. Kackmissfischer hier. Ihr habt mich auch 1000 Gold gekostet. Ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten, aber trotzdem. So. Da siehst du immer schon mal zwei Feuer. Das Gute ist natürlich, du kannst jeden Tag, kannst ja wieder neu fusionieren, die Begleiter. Also drei Begleitereier kannst du pro Tag ohne zusätzliche Karten oder sonst was, auf deinen Begleiter, mit dem du rumläufst, dann verschmelzen, um die Attribute zu erhöhen, Training, Erfahrung etc. Problem ist halt, ja, es gehen nur drei pro Tag. Wenn du jetzt keine weiteren Karten und nichts benutzt, aber das ist ja nicht verkehrt, man kann ja ein bisschen vorfarmen gehen, dann lockt man eben jeden Tag kurz ein, haut schnell die drei Eier rein und gut ist. So, und einmal. Zweimal. Schon wieder ein halbes Level voll. Das Amulett kriegen wir nicht zusammengepresst. Ist doch nicht wahr. Der Angelruder war doch hier oben, ne? Würde ich sagen, gehen wir die mal schnell holen. Können wir im Vorbeilaufen noch eine Quest rausschmeißen. Huch, was wir weg haben, haben wir weg. Ja, also wegen der Gilde. Wie gesagt, da werde ich nochmal einen Aufruf machen. Ein extra Aufruf, ihr könnt da jederzeit mit einsteigen, das ist alles kein Thema. Problem ist dann natürlich mit den Aufnahmen, das wird dann eigentlich im Prinzip nur dann funktionieren, wenn ich online bin und hier Let's Plays mache. Oder wenn ich on bin wegen Briefkästen gucken oder so, craften hier so Sachen, hier Level hochpressen. Wobei, das mache ich ja dann in Speedfolgen, das Hochfarmen der Levels. Aber das Umcraften zum Beispiel, das werde ich jetzt nicht hier in der Aufnahme machen, weil da hocken wir ewig schon drei Tage rum. Also wenn ich jetzt einfach nur die weißen gesammelten Sachen zur nächsten Stufe, zur grünen, dann aufarbeite, bringt da nichts. Wenn ich hier die Berufeskill von den einzelnen Jars, wenn ich die hochhaue, das werde ich brav ins Video mit reinnehmen. Opfertoten mal. Ich nehme jetzt gerade mal alle an. Hallo? Da. Ja. So. Ja,
Was wollte ich sagen mit den Schlägen? Ja, wenn ich die Sachen hier von weiß auf grün hocharbeite, das werde ich dann rausschneiden. Das ist ja dann Blödsinn. So, eine ganze Tasche voll Quest-Items. Yay! Ey, ich freue mich. Gildenrunden brauchen wir auch noch einen ganzen Schlag voll, ne? Wir haben 400 gerade mal. Wir brauchen das Zehnfache davon, um diese... nur um ein zweites Gildenbankfach zu holen. Aber gut. Ja, wie gesagt, normalerweise fahren da ja mehrere Leute dran, aber was soll's. Ich werde mir dann zwar noch ein kleines Regelwerk... Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Genau, ein kleines Regelwerk wird's geben für das Zusammenleben hier in der Gilde. Ich meine, ein paar Regeln brauchen wir, sonst macht ja gerade jeder, was er will. Aber das sind dann nur minimalste Dinge. Also da wird's jetzt keine Brecher. Es werden jetzt keine Regeln hier, ihr müsst dann und dann das und das, tralala machen. Das nicht. Schwarzwind. Achso, Blackie können wir ja gar nicht triggern, weil er ja irgendwo rumfliegt. Okay. Ja, das Regelwerk, das werde ich dann in einem kleinen separaten Infovideo bekannt geben, mit einem Aufruf zusammen dann. Ja, ich meine, das ist ja von mir, für euch, mit euch, gegen euch, zu euch. Nee, ist ja für alle gedacht. Ja, soll jeder was von haben? Ist ja dafür gedacht, dass wir eine möglichst große Community werden und es kann ja jeder mitmachen. Warum denn auch nicht? Wäre ja Blödsinn, da jetzt anfangen, hier größenwahnsinnig zu werden. Und den größten Teil der Gilde haben wir ja schon hochgezogen. Also in dem Fall muss man jetzt mal sagen, ich. Bisher hat ja noch keiner mitgewirkt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, wie gesagt, wäre ja Blödsinn, jetzt das alles hier aufzubauen, hochzuziehen, dann hat keiner Nutzen davon. Und es ist ja noch ein Endlos-LP und bis wir hier unsere zwei Klassen, also unseren Magierpriester auf Level 85 haben, das wird dann eine ganze, ganze Weile dauern. Ja, super, kipp da oben, lässt nichts fallen, Vollpfosten. Das wird ja noch eine ganze Weile dauern, von daher, ja, wir haben noch massig Zeit. Ist ja jetzt nicht so, dass wir morgen fertig sein müssten oder sonst irgendwas oder morgen Level 80 haben oder sonst, ja, ist ja völlig egal. Da haben wir ja frei die Zeit dazu. So. Wir bräuchten für die Gilde eigentlich erstmal noch hier Esse, Beet, Holzlager, Steinbruch, tralala. Also für Holz, Kräuter und Erze zum Abbauen, dass man da die Möglichkeit hat, weil da kannst du stellst du deinen Twink rein, der kann da 4 Stunden werkeln, das ist völlig Banane. Rohstoffe kriegt er raus oder so, das ist völlig egal. Der kann hier völlig nebenher rumlaufen. Achso, warte mal, die Angelroute. Dann kannst du mit deinem Main zum Beispiel twinken gehen, auf dem zweiten Account dann meinetwegen hier waren die Angel. Ach da. Kannst du im zweiten Account dann hier sammeln gehen, mit deinem Hauptaccount gehst du dann spielen. Ja. So kann man das dann machen. Das wäre eine Möglichkeit. Kannst ja mit den Twinks dann rein, kannst da drin. Die kannst du dann abstellen, die können dann da 4 Stunden fröhlich vor sich hinarbeiten, ist ja völlig egal. Wir haben ja dann die Zeit. Du kannst ja mit deinem Hauptchar kannst du schön hier daddeln gehen und alles machen und dann stellst du einen Zweitcharakter da rein und schraubst mit dem völlig fröhlich vor dich hin. Also wenn es jetzt rein nur darum ging, hier Rohstoffe zusammenzufarmen, wegen Craften oder für die Gilde oder sonst irgendwas, oder um sie auf Lager zu packen, oder hast du nicht gesehen. Kannst du ja machen, dann ist ja dann... Ist ja keine Zeitverschwendung. Du kannst ja dann sogar die Zeit doppelt nutzen. In der Zeit, wo du nämlich deinen Twink hier Rohstoffe farmen lässt in der Gilde dann, kannst du ja auch gleichzeitig dann wieder hergehen und weiter questen, Innis rennen oder hast du nicht gesehen. Das steht dir ja völlig frei und das ist ja der Vorteil daran. Da Runes of Magic ja kostenlos ist, machst du dir kurz einen zweiten Account, da hast du nur einen Char drauf, der einfach nur in die Gilde geht und die Sachen zusammenfarmt. Ist ja völlig egal, ob der jetzt schon Level 1 hat oder Level 50 im Farm-Level. Brauchen kann man die Sachen immer. Und wenn es für die Gilde ist, zum Hochleveln oder zum Verkaufen für die Gildenkasse, keine Ahnung. Ja, das
ist ja völlig egal dann, wie man das macht. So, da vorne liegt die eiserne Angelrute. Ich sehe sie schon. Schon. Ja, wie gesagt, mit den Regularien, da werde ich mir noch was überlegen, wie wir das Ganze dann handhaben. Das betrifft dann auch unter anderem das Verkaufen, tralala, was man machen muss, was man erreichen muss, um in den Gildenrängen dann aufzusteigen. Ich werde nämlich dann auch ein Gildenrangsystem einführen. Wie gesagt, ist jetzt nichts, wo ihr euch die Füße brecht dran, keine Sorge. Da machen wir jetzt gar kein großes Hexenwerk draus. Aber ein paar Regeln braucht man eben. Ich habe schon öfters gesehen, was passiert, wenn man keine Regeln aufsetzt. Wenn man alles ohne Regeln macht. Siehe unseren Staat. Nee, ihr wisst, was ich meine. Wenn man komplett ohne Regeln hier alles machen will, irgendwann bricht es dann in Chaos aus, weil dann jeder gerade macht, was er will. Und dann haben wir gar nichts davon am Ende. Und es soll ja für uns alle sein. Aber es muss ja auch jeder was beitragen dazu. Kann ja nicht jeder einfach handeln, wie er es gerne hätte. Sonst können wir uns die Regeln nämlich alle gerade schenken. Hallo? Hey! Rein da! Danke! So, ein Runenbegleiter-Ei. Ach, ein Zweier, schade. Die kriegst du im Auktionshaus im Moment nachgeschmissen, die Runenbegleiter-Eier. Ich werde mal ein paar auf die Gildenbank legen für die Leute, für die ersten Leute, die dann kommen. Die kriegen dann so eine Art Begrüßungsgeschenk, wenn du so willst. Können wir ja so machen. Dann werde ich den nochmal ein bisschen was zusammenstellen. Wäre eigentlich eine Idee. So ein kleines Begrüßungspäckchen zusammenstellen. Hätte was. So. Muss jetzt schon auf eine zweite Tasche ausbauen. Na super. Hier habe ich noch die, weil die können wir wegschmeißen. Die holen wir eh nicht mehr. Okay, so, was brauchen wir als nächstes? Die Schriftrolle. Die können wir mal eben holen. So. Ja, da kriegen wir noch drei Dailies locker zusammen. Ja, wie gesagt, ich werde mir da mal ein kleines Regelwerk zusammenstellen, ein paar Bedingungen aufsetzen, tralala, und mir auch mal überlegen, was die Neuankömmlinge dann so kriegen. So ein kleines Begrüßungspaket oder so. Kann man ja frei machen. Und dann werden wir mal gucken, wie es dann alles läuft. Ob sich dann auch überhaupt Leute finden, die da Zeit und Lust dazu hätten, da mitzumachen. Das Problem ist halt natürlich mit den Aufnahmen, ich weiß ja nie, wie ich genau Zeit habe. Ich weiß ja heute nicht, was nächste Woche alles kommt, wie ich da nächste Woche Zeit habe, das alles aufzunehmen. Und hast du nicht gesehen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, dann da zusammen aufzunehmen. Aber ich denke, da werden sich immer mal wieder Leute finden. Und wo man dann hier zusammen aufnehmen kann. Das wird sich, denke ich, schon einrichten lassen. So, jetzt brauchen wir noch hier eine Schriftrolle. Ach, da vorne ist er ja schon. So. Trübe Suppe hier. So. Hätten wir das auch. So, gehen wir mal. Kann ich schon Wasser verwendet werden, ne? Verarsch mich doch. Huch. Gehen wir eben kurz an Land. So. So. Dann können wir jetzt mal ein paar Quests raushauen. Was war das mit den Minenstäuben hier nochmal? Ach, in der großen Mine, okay. Ja, da müssen wir auch noch hin ein bisschen was machen. Okay. So, da oben hole ich jetzt aber keine neue Quest. Ich schmeiß jetzt erstmal hier raus. Gucken wir das mal. Hier, Karl Turok, Baumine, den Bereich mal fertig abgrasen jetzt. Oh, die Daily können wir noch voll machen. Dann haben wir drei Dailies voll.
Dafür, dass man 20 Stück pro Daily braucht, kriegst du ja aber mal instant zusammengepresst hier.